Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Corps Party. Im letzten Part haben wir das Hauptspiel abgeschlossen und es haben eigentlich alle dafür gestimmt, dass wir die Extra-Kapitel auch noch machen. Das sind 10, nein, es müssten mehr sein. Ah, ja, hier, wir haben da noch und da noch und wir haben noch einiges zu tun. Also, Corps Party wird uns noch eine Weile. Eine Weile verfolgen. So. Mein Name ist Nana Ogasawara. Ich bin in der 7. Klasse an der Musashigawa Mädchenmittelschule. Und ich muss mich echt fragen, wie das uns passieren konnte. Ja, ich habe nur ein bisschen, ja, mit anderen Kindern abgehangen. Als plötzlich alles weiß wurde und wir uns hier wiedergefunden haben. Eingesperrt. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich damit meine Freundin Chihaya Yamase aus meiner Klasse, glaube ich, ist ein Homeroom. Und eine alte Freundin aus einer anderen Klasse, Nari Amatoya, die ich praktisch schon seit immer kenne. Diese beiden waren die einzigen, die bei mir waren, als ich zu mir kam. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Ja, eine Klassensprecherin einer anderen Klasse, Hikari Kirigami, und zwei Highschool-Schüler namens Naruse und Kasane waren bei uns, aber sie sind jetzt weg. Chihaya, Nari und ich sind jetzt schon eine ganze Weile durch diese Flure geirrt und haben nach ihnen gesucht. Okay. Chihaya war die erste, die mutig genug war, das Badezimmer zu benutzen und ist sogar alleine reingelaufen. Aber kurze Zeit später kam sie rennend heraus. Und sie meinte, sie hätte eine gruselige Stimme gehört. Während ihrer Flucht hat sie ihr Portemonnaie fallen lassen, das sie immer bei sich trägt. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, reinzugehen und es zu finden. Warum? Ja, der Spiegel ist so verschmiert, da kann man nichts sehen. Der ist super sauber, aber nur dein eigenes Gesicht starrt zurück. Okay. Hier ist. Oh. Also ehrlich mal, Chihaya, das ist doch das Jungenzimmer, also Jungenbadezimmer. Das stinkt, das stinkt. Also ich gehe mal davon aus, dass dass es eigentlich egal ist, ob das Männerbadezimmer war, Männertoilette, was auch immer. Weil, wenn man muss, dann muss man. Oh Gott! Mach die gottverdammte Tür zu! Den habe ich komplett vergessen.
Wer zur Hölle war das? Es war definitiv eine Stimme. Okay. Aha, hab sie. Okay, möchtest du sie aufheben? Ja, natürlich möchte ich sie aufheben. Chihayas Tasche. Oh, dekoriert mit einer süßen kleinen, mit einem süßen kleinen Kätzchen und einer kurzen musikalischen, ja, mit einem kurzen musikalischen Satz. So. Irgendwas passiert hier doch jetzt. Kann ich hier jetzt nochmal reinschauen? Nur mein eigenes Gesicht. Hm, okay. Ich hab sie, hier. Ja, danke. Ja, okay. Aber du weißt schon, wenn du etwas verlierst, dann solltest du eigentlich auch danach schauen. Oh. Wir drei begannen die dunklen Flure dieser verlassenen Schule abzugehen. Mal wieder. Naruse, Kazane, Hikari, unsere fehlenden Freunde. Wir haben nach ihnen gerufen, immer und immer wieder, als wir weitergingen. Aber unsere Stimmen schienen einfach absorbiert zu werden von dieser Dunkelheit und dort verliefen sie im Nichts. Wir wussten, dass unsere Stimmen irgendwann nachgeben würden und unsere Körper einfach aufhören würden zu funktionieren. Es war nur eine Frage der Zeit. Aber trotz dessen haben wir uns dazu entschieden, weiterzumachen, solange es eben dauern würde. Wir konnten nicht aufgeben. Wir mussten uns gegen unser eigenes Schicksal stellen und weiter in die Dunkelheit rufen. Solange wir lebten. Falsches Ende. Was? Okay. Ja gut. Wandered halls of school until death. Alles klar. Dann eben nochmal. So, das kann ich jetzt alles überspringen. Kann ich einfach... Ja? Ich meine, hier ist doch sonst nichts. Natürlich. Nana. Oh, du bist es. Mach mir doch nicht so eine Angst. Entschuldige, du warst hier nur schon so lange drin, deswegen habe ich mir Sorgen gemacht. Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Trotzdem danke. Ich
Alles klar, ich bleibe bei Chihaya, aber und du machst fertig, was du hier tust. Aber bitte, wenn du es kannst, beeil dich. Ist das ein Geist? Sehr, ja, erstaunlich. Du hast gefunden, nach was du gesucht hast, ohne meine Toilette zu untersuchen. Leute sind echt oft schon hier einfach eingedrungen, weißt du? Ja, ich werde immer sehr wütend, wenn die Lebenden einfach so die Tür öffnen, wie deine Kameradin gerade eben getan hat. Oh. Also, weißt du, ich bekomme ziemlich leicht Angst, wenn das passiert. Der einzige Ort, an dem ich mich wirklich sicher fühle und zu Hause fühle, ist hier in diesem Toilettending. Es ist komisch, ich kann nicht erklären, wieso. Aber ich finde diese Person überhaupt nicht gruselig, obwohl er ein Geist ist. Okay, als der Geist von Seite zu Seite schwebt, erhellt das blaue Licht seines Körpers den Raum. Okay. Kann ich jetzt einfach gehen oder kann ich nochmal mit ihm reden? Okay, ja, dann gehe ich wohl einfach. Ich hab's gefunden. Ja, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir auch schon. Leider nicht, Chihaya. Da ist überhaupt nichts gruselig drin. Um ehrlich zu sein, ist das komplette Gegenteil. Da ist tatsächlich ein Geist, aber er ist freundlich und er hat sogar mit mir geredet. Dein Ernst? Ist das nicht irgendwie gefährlich? Okay. Nein, der ist voll in Ordnung. Er scheint eine echt nette Person zu sein. Ich glaube aber nicht, dass ihr ihn treffen wollt, oder? Was? Ich glaube, ich möchte. Immerhin sind wir hier schon ein paar Stunden und es gab sonst niemanden, mit dem wir hätten reden können. Alles klar. Das stimmt wirklich. Er ist überhaupt nicht gruselig. Wenn ich darf, dann würde ich euch gerne um einen Gefallen bitten. Ein böswilliger Übeltäter hat mein wertvolles Gentleman-Set gestohlen. Damit meine ich meinen Hut und meine Brille. Wenn ihr über sie stolpert, während ihr hier herumirrt, wärt ihr so freundlich, sie mir zurückzubringen? Ja klar. Logisch.
Also hat man dir deine Sachen geklaut? Das ist furchtbar. Nattete-kudasai. Warte, wir werden sie finden. Yoroshiku-tanamu. Ihr seid zu nett. Ja, schön. Okay, scheint so, als hätte unsere Party voller Abenteurer eine Quest akzeptiert. Also sollten wir alles geben, was wir haben. Alles klärchen. Das ist so lächerlich. Find the gentleman's glasses, yeah. Da ist eine Nachricht an der Wand. Versuch mal, die Toilette zu rechten. Jetzt ist die Frage, meint sie das oder ganz rechts? Ah, noch eins drüben. Noch eins drüben. Zu weit, noch eins zurück. Ah, da ist ein... Okay. Da ist eine Sonnenbrille mit sternförmigen Brillengläsern. Ja, wir gehen langsam zurück. Ich glaube nicht, dass der Gentleman tatsächlich eine Sonnenbrille trägt. Ich weiß nicht, das passt nicht zu ihm. Ich würde aber tatsächlich gern speichern. Ich weiß nicht, ob ich das hier in den Extra-Kapiteln kann. Was ziemlich blöd wäre, wenn es nicht gehen würde, weil, Science Lab. Yeah. Oh. Okay, hier können wir nicht weiter. Der möchte etwas nicht, dass wir da lang gehen. Ja gut. Aber... Müssen wir jetzt ernsthaft die Sonnenbrille mitnehmen? Okay. Scheint wohl so. Kann ich die... Nee, okay, ich muss jetzt das wieder machen. Try the stall to the right. Ja. Ja. Tja, dann müssen wir die wohl mitnehmen. Okay. Die passen gut zu Dreadlocks. Ich glaube, es ist ziemlich schwer, in denen gut auszusehen. Ich will die dem nicht geben. Die passen ja mal so gar nicht. Okay. Kann nicht geöffnet werden. Ja, aber was mache ich denn dann? Ich will die dem echt nicht geben. Ach ja, in dem Spiel kann man ja nicht rennen. Yay. Aber dann muss ich die ihm wohl geben. Also ich kann... Nee. 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 Okay. Also wir haben ihm die Brille angeboten und jetzt schiebt er seine untere Lippe vor und schüttelt seinen Kopf ziemlich heftig. Okay. Wow.
Ja, ich schätze mal, das sind doch nicht seine. Was mache ich jetzt mit denen? Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nö. Okay. Okay, jetzt kommen aber sonst keine Nachrichten mehr. Ja, gut. Da ist ein Kinder, also ein blutiger Kinderabdruck. Auf dem Glas. Da auch. Nett. Das gibt's doch nicht. Ach so. Aber mit denen soll man doch nicht reden. Ah, er sucht nach was? Ich glaube nicht, dass ihr das unten irgendwo findet. Also müssen wir jetzt runter. Ah. Der Typ im Westen ist ein Lügner. Ihr dürft ihm auf jeden Fall absolut nicht glauben. Der Typ im Süden ist ein Lügner. Toll. Ja, okay. Jetzt kommen wir weiter. Toll. Die Tür ist abgesperrt. Okay, die Typen nördlich von mir erzählen beide die Wahrheit. Du solltest auf jeden Fall alles glauben, was sie sagen. Und du solltest sofort in den dritten Stock gehen, ohne irgendwas weiter zu untersuchen. Okay, also. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er die Wahrheit sagt und sagt, dass beide oben die Wahrheit sagen, kann das ja gar nicht sein, weil dann würde der östlich war, sagen, dass der westlich lügt und der westlich hätte dann gelogen, wenn er sagt, dass der Typ hier unten lügt. Also lügen alle, oder wie? Oh Gott. Oh. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Ah. Hey. Ah, da sind noch andere Sonnen, also noch andere Gläser. Okay. High-End Designer Brille. Yeah. Okay, hier können wir nicht weiter. Dann gehen wir mal zurück. Vielleicht haben wir Glück und die Brillengläser sind die richtigen. Ich habe gerade irgendwie Schiss, weil der im Süden weg ist. Ich will jetzt nicht mit ihm reden. Ich gehe einfach. Aber ich kann nicht speichern und eigentlich ist die Folge auch schon wieder vorbei. Oh Gott. Tja, dann müssen wir wohl einen temporären Save-Punkt machen und ja, beim nächsten Mal dann weiterschauen. Hoffentlich ist das die richtige Brille. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.